Hallo ihr lieben Sportbegeisterten, mein Name ist Christian Drastil. Ich habe 2017 die Rechte der 2015 eingestellten Sportwoche mit knapp 900 Printausgaben übernommen und ich bin folgender Meinung. Herzlich willkommen zum Sportwoche Business Athlete Podcast. Mein heutiger Gast ist Svetlana Buljarevic, Ex-Geschäftsführerin der Wienerin und anderer Styria Frauenmagazine, beziehungsweise Jungunternehmerin im Hanfbereich. Beides werden wir jetzt in den Sportzusammenhang bringen. Liebe Svetlana, servus und herzlich willkommen bei mir im Studio. Danke für die tolle Einladung. Ich bin sehr geehrt. Ich bin über die Einleitung drüber. Ich freue mich immer so, wenn ich da drüber bin. Wir haben ja witzige, gute Zeiten im Mediengeschäft gemeinsam gehabt. Wir reden heute über Sport. Ich komme aus einem Wirtschaftsmedium, du kommst aus Frauenmedien. Aber erzähl mir mal ganz kurz von deiner Karriere. Bei ATV ist da irgendwie mal ein spannender Medienjob losgegangen. Nein, mein erster Medienjob war bei Mucher Verlag. Oh. Da habe ich angefangen, Anzeigen zu verkaufen. So ja, das ist die härteste. Ja. Also er war ein großer Lehrmeister, ja genau. Aber durchaus positiv, oder? Absolut. Man kann ja von allen Menschen das Positive nehmen und auch das Negative ins Positive dann später umwenden. Man kennt ja seinen Extradienst und das ist eine kleine Anekdote noch. Von ihm habe ich mir das 7-seitige Editorial abgeschaut für meine Sachen. Da kann ich alles unterbringen, was ich gerade an Botschaften habe. Also er war der größte und der beste Verkäufer, den ich jemals gesehen habe. Also die Art und Weise ist jedermanns Sache, aber was Verkaufen betrifft, ist er großartig gewesen. Na dann liebe Grüße an den Christian Mucher. Ja, wir haben uns schon ewig nicht mehr gesehen. Er hat mir damals auch übel genommen, dass ich dann zum Anstein gegangen bin. Aber die großen Stationen waren ATV, noch vor der Terrestrik. War die größte, also großartigste Zeit für mich persönlich, weil ich dort ganz tolle Menschen kennengelernt habe, aber erfolgstechnisch, das war die Vorbereitung für die Terrestrik, mühsam, wenig Erfolg, also das war schon eine sehr, sehr große Prüfung für mein Ego. Und hast du dort auch verkauft quasi? Ich bin vom Print zum Fernsehen gekommen. Von außen hin schaut Fernsehen total spannend aus, aber beim Verkauf ist es eher trocken, weil viele Zahlen, TKPs und GRPs und frag mich nicht, ich habe das schon alles verdrängt. Ja, und ATV hat natürlich eine spezielle Positionierung. Da gibt es durchaus Kunden, die das sehr leidend finden. Nee, damals war ATV schon ein cooler Sender. Ja. Also wir haben uns schon was getraut. Da war der Haji Bankhofer mit Talk to Me und Eva Pölzl, die das jetzt macht. Und also ganz, ganz tolle Menschen haben bei ATV gearbeitet und sind dann. So wie du auch, ne? So wie ich auch. LW Media hast du dann selbst auf LinkedIn eingetragen als nächste Station? Ja, das war so eine kleine Station. LW Media hat ja Universum Magazin, auch die Sport, die haben auch eine Sportzeitung gehabt, aber mit dem habe ich nicht, das war das Gegenstück von Sportwoche. Von Sportwoche, okay. Ich weiß auch gar nicht. Ja. Ich war so ein Sportwoche-Leser immer und habe dann bekommen. Universum Magazin, dann haben sie Wandern und so weiter. Und ich habe damals die Kunden in Wien betreut und den Werbelehrgang beim Professor Schweiger habe ich dann eingeschrieben. Das habe ich mir zum 40. geschenkt. Schön. Geburtstag. Das ist Selbstschenken ist auch immer schön. Ja. Ja, genau. The greatest love of all. Eine Freundin von mir hat gesagt, mit 40 lässt dich scheiden oder machst eine Weltreise oder irgendein Blödsinn. Und man dachte, nein. Hast du einen Kurs geschenkt? Ne? Ich habe mir das waren 4 Semester Werbelehrgang Verkauf und Marketing. Ich wollte mich bestätigt sehen in dem, was ich kann und ich habe auch einiges dazugelernt. Ja. Na, das ist spannend. Ich bin jetzt Mitte 50 am Bildungstrip nochmal und möchte ein paar Kurse machen, Stromhändlerprüfung und lauter solche Sachen schon hinter mir. Ja, und dann kommt die Zeit, wo wir uns kennengelernt haben. Du bist zur Styria gegangen und hast dort quasi in einem anderen Medium viel größer als meine als Geschäftsführerin agiert. Ja. Das waren die Frauenmagazine. Ja. Bitte ein paar Worte dazu. Naja, ich habe damals, die Styria hat damals ja Wirtschaftsblatt übernehmen wollen oder teilweise hat sich schon eingekauft gehabt und damals hat es auch zu Rade und Ressler gehört und ich glaube Bonnier oder wie haben die bei Wirtschaftsblatt geheißen? Genau, Bonnier, die Schweden. Genau, und die Magazine haben den Rade und Ressler auch noch gehört und da war die Wienerin, Diva, Wiener, Miss. Genau. Frisch, glaube ich, damals herausgebracht. Was haben wir noch gehabt? Wohnen. Wohnen, genau. Und noch ein paar. Und dann haben sie das so, ich nenne das filetiert. Sie haben ja jedes Magazin filetiert in eigene Gesellschaft eingebracht, um zu sehen, welches zahlt sich aus, welches ist gut, welches nicht, um vielleicht es dann
zu verkaufen. Mhm. Und ich wurde für die Wienerin geholt. Damals von der Styria persönlich. Ja. Und sicherlich ein Flaggschiff, die Wienerin damals gewesen. Das war das Herzstück. Ja, genau. Ja. Ja. So, und jetzt sind wir im Sportwoche-Podcast und da habe ich ein bisschen diesen medialen Zusammenhang des Lifestyles auch. Ja. Also in der Wirtschaft ist der Sport immer ein wichtigerer Faktor geworden. Einige Firmen sind an die Börse gegangen. Aber auch Sport ist plötzlich zum Lifestyle geworden. Und ich glaube, stimmt, währenddem das in den 90ern noch nerdig war, ist es dann zum Breitensport geworden. Und wie ist das da gewesen für eine Chefin eines Frauenmediums, die noch dazu Sales-Erfahrung mitbringt, da mit den Kunden Kooperationen zu machen, die in Richtung Lifestyle ist gleich Sport gehen? Ich glaube, dass das Lifestyle und Sport immer mehr zusammengewachsen sind, ja, weil jede Frau ist vielschichtig. Sie will toll aussehen, sie will gut performen, sie muss erfolgreich sein, sie muss ihr geistig und emotional im Balance sein. Und das alles in den Griff zu bekommen, spielt Sport eine ganz große Rolle. Und wir haben natürlich immer Kooperationen gemacht, ob das jetzt Frauenlauf war, ob das Marathon war, natürlich Yoga, ja, Wanderungen, ich weiß nicht, was dann Walking und vieles dazugekommen sind. Und natürlich wurde da Equipment und die ganzen Ausrüstungen wurden beworben. Mhm. Aber wir haben auch viele tolle Kooperationen gemacht. Und da ist auch der Trend gleichzeitig losgegangen, dass man sich selbst auf Instagram oder auf TikTok später dann darstellt. Auch wird das reingespielt? Habt ihr da zusammengearbeitet, auch mit Influencerinnen und sowas Ähnlichem? Naja, ich bin ja seit 10 Jahren, da hat es das noch nicht gegeben. Da haben wir erst begonnen und da war die Styria schon ein bisschen old fashion. Ja. Aber es war bessere Chance für Medien natürlich, weil die Influencerinnen, vor allem, ich spreche da bewusst jetzt innen an, mega Konkurrent sind, glaube ich. Oder? Absolut, ich kann mir vorstellen, dass das später ist, die Mist dann drauf da reingestiegen. Ich bin ja, glaube ich, 2 Jahre Wienerin Geschäftsführerin geworden, dann habe ich die Diva gerettet, die komplett verwaist war und verwahrlost, weil die ganze Mannschaft gegangen ist. Und die Miss war am ehesten, weil die junge Zielgruppe war sie offen für Internet und für Influencerinnen und so weiter. Also ich bin ja 2012 dann gegangen, worden. Ja. Man muss bei der Wahrheit bleiben. Ja. Ja. Aber dass die Influencerin jetzt, dass die Welt ganz anders ausschaut in der Medienbranche ist. Ich bin auch Ende 2012 dann gegangen. Und worden möchte ich nicht sagen, es ist irgendwie so ein Ding gewesen, wo man sagt, wenn man die Strategie nicht mehr teilt, dann habe ich gesagt, na, dann mache ich es gleich selbst auch. Ja, das war. Naja, ich war rückblickend jetzt. Ja. Der Horst Birke ist gegangen und ich habe zu seinem Kader gehört und ich bin ihnen politisch abgesägt worden. Und als Frau in einem katholischen Unternehmen, die aufmüpfig ist, serbischen Ursprungs hat, habe dort keine großen Chancen gehabt. Also ich wurde wirklich bösartig und gemein abmontiert. Dann lassen wir den Horst Birk an der Stelle noch grüßen und verlassen den Bereich hier. Ja. Du bist selbstständig. Ja. Du hast ein leibendes Unternehmen jetzt quasi in Gründung als Jungunternehmerin, Sveta. Ich meine, Svetlana Sveta ist klar, die kürzere Form. Und du hast mir was mitgebracht aus der Sveta World. Die Websites gibt es schon, sie ist gerade im Aufbau, man kann sich aber schon registrieren. Bitte ein paar Worte dazu. Warum Sveta statt Svetlana? Was ist die Sveta World und was sind eure Produkte? Danke, dass ich die Gelegenheit habe, ein bisschen über meine Firma zu plaudern. Ich bin urneugierig, was die Mitbringsel betrifft auch. Ja. Also Sveta ist die Abkürzung von Svetlana, das stimmt, aber Sveta bedeutet in der slawischen Sprache die Heilige. Oh. Und auch in verschiedensten anderen arabischen Ländern heißt es die Helle, die Reine und so weiter. Weil wenn wir es ja, dass die Namen in anderen Ländern ganz was Furchtbares heißen können. Sveta heilig bedeutet aber nicht auf meinen Namen, also das möchte ich mir nicht umhängen, sondern der Hanf. Mhm. Ich bin eine ganz große Hanfaktivistin, bin dann auch bei Argekana, das ist ein NGO, der sich für die Legalisierung von Marihuana einsetzt. Warum Sveta? Also ich habe zuerst begonnen mit CBD-Produkten, weil ich selber an Burnout erkrankt war und habe gemerkt, dass mir das Cannabis mir verhilft, besser zu schlafen. Doppelten Bandscheibenvorfall habe ich sehr gut in den Griff bekommen und dass die Hanfpflanze als solches, weil ich mich damit auseinandergesetzt habe. Ich habe dann in der Schweiz eine Firma gecoacht, die in tonnenweise CBD produziert hat und bin dann so richtig hineingedriftet. Und habe dann die Sveta gegründet, weil ich der Meinung bin, dass die Frauen speziell ab 50
einer ganz großen Herausforderung ausgesetzt sind und etwas brauchen, um nicht, und ich sage es jetzt einmal so, nicht anfangen zu pimpern, Prosecco oder sich Valium oder irgendwelche Antidepressiva nehmen, weil die Hormone runtergehen, weil die Kinder groß sind, Nest-MT kennen wir, weil die Östrogene und alles in einem Körper verursachen. Wir werden müde, wir werden depressiv und da brauchten wir ein paar Produkte und dann komme ich zur CBD. Mhm. Und sporttechnisch, Hanf bzw. CBD Full Spectrum wirkt sehr gut gegen Muskelkrämpfe. Da habe ich eh was Aktuelles. Ich habe ein Leiden, weil ich irgendwann einmal Tennis gespielt habe, wieder früher fast täglich. Okay. Und dann habe ich mir bei einem kompetitiven Aufschlag ein bisschen die Schulter beleidigt und damit ziehe ich jetzt deppert herum. Ja, also CBD kann man sowohl oral als auch auf der Haut verwenden. Mhm. Ist sehr gut, weil es muskelentspannend, schmerzstillend und entzündungshemmend ist. Mhm. Und es ist schlaffördernd. Und wenn du verkrampft einschläfst, wachst du auf. Und dann wirkt sich das natürlich aufs Gemüt, weil wenn du unausgeschlafen bist und Schmerzen hast, kannst du nicht gut gelaunt durch die Welt rennen. Es hat diese drei Effekte. Und ich habe mit der Sveta mir vorgenommen, weil CBD jetzt in jedem Shop aufgepoppt ist und jeder kann CBD verkaufen. Es wird nicht reguliert, nicht reglementiert, also es kann jeder was draufschreiben. Und mein USP und meine große Fokus drauf ist die Qualität. Mhm. Also bei mir müssen die doppelt, dreifach zertifiziert und geprüft werden. Das heißt, wenn der Lieferant mir das bringt, muss man mir ein Zertifikat bringen und ich kaufe nur österreichische Produkte. Mhm. Und ich lasse jede Charge noch einmal in einem Labor prüfen. Weil Cannabis ist ein Tiefwurzler und kann, wenn er schlecht angebaut ist, kann er auch die Gifte transportieren und in deinen Körper tragen. Okay. Und in deinen Körper nicht, weil du hast ja quasi den Bandscheibenvorfall, da bin ich jetzt auch noch neugierig, den konntest du wie reparieren? Hast du das lokal dann eingeschmiert oder oral? Also ich habe einen guten Schmerztherapeuten, der mich dann auch mit THC, das ist verbotene Substanz, die kann man ja als Tropfenform verschrieben bekommen. Mhm. Aber wenn ich ehrlich bin, dort in jedem Land, wo es legal ist, tue ich lieber Cannabis inhalieren mit THC als irgendwelche Schmerzpulver. Also einschmieren, ja. Oral einnehmen. Mhm. CBD ist der kleine Schwester. Wenn man ganz, ganz große Schmerzen hat, dann muss man sich THC oder sollte man sich THC verschreiben lassen. Besser als Morphium, weil keine Nebenwirkungen. Mhm. Wirkt sich nicht auf Leber aus. Und es ist natürlich. Okay. Und jetzt konkret zu meiner Schulter. Ja. Was ich dir rate. Rechte Schulter. Ja. Genau, ich habe da drei Produkte mitbekommen aus der Sveta World. Mhm. Und was empfiehlst du mir, um dieses Ziehen, wenn ich die Hand hebe oder zu lang Computer arbeite, ein bisschen schlampert sitze und so? Es tut nicht sehr weh, aber es nervt ein bisschen. Naja, ich würde dir auf jeden Fall meine CBD-Weed, also Blüten, empfehlen, dass du sie inhalierst. Mhm. Und ich würde dir das Öl anbieten, dass du dir erstens einschmierst, lokal, aber auch, wenn du nicht rauchst, auch oral einnehmen kannst, dreimal täglich. Mhm. Und das ist ein Cannabinoid, was der Mensch selber im Hirn produziert. Das ist keine Schmerztablette, was die Menschen sagen, jetzt nimm ein paar Tropfen, dann ist gut. Nein, man soll das regelmäßig nehmen, weil erst nach 5-6 Tagen schleicht sich das in dein System ein und fängt richtig zu wirken an. Also dreimal täglich würde ich dir raten, den 8%igen kannst du ruhig 4-5 Tropfen nehmen, immer gut durchschütteln, weil es wird ja in einem Bio-Hanf Öl aufgelöst. Mhm. Das CBD wird ja aus den Blüten der Cannabispflanze abstrahiert durch CO2-Verfahren und dann wird es prozentuell in Bio-Hanf-Öl gemischt. Mhm. Und die wenigsten Leute wissen, sondern steht CBD und manchmal hauen sie das in irgendeinem billigen Öl. Darum ist ganz, ganz wichtig zu wissen, Full-Spektrum, biozertifiziert, weil dann weiß man, dass man gute Ware gekauft hat. Ich werde dann auf jeden Fall auflösen. Ich habe da neue Hoffnung natürlich, dass ich das wieder wegkriege als sehr hoffnungsfroher, hoffentlich immer positiver Mensch. Wir werden das dann auflösen im Sommer mal. Ja, Sveta.world. Ja. Ein drittes, Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Mein neuestes Produkt, das ist auch, also ich rede sehr viel mit Frauen, ich bin eine Frauenberaterin, Mentorin von vielen jungen Frauen, denen ich den Weg ebnen möchte, damit sie nicht so wie ich mit 50 in einem Burnout schlittern und dann, weil das Aufstehen nach 50 wird schwierig, psychisch und körperlich. Auch wenn man nur schlaft ohne Burnout, ne, ist das Aufstehen schon schwierig. Aber wenn man mal fällt, psychisch, emotional und so weiter, ist schwierig.
Und darum kommen wir wieder zum Sport zurück. Es ist ganz wichtig, Yoga zu machen, frische Luft, Walking, Laufen, was immer ist. Man muss etwas finden, wofür man brennt und was man gerne macht. Also ich bin keine, die jetzt sagt, ich mag nicht laufen. Ich habe lange Beine, aber meine Lehrerin hat immer gesagt, sie hat noch nie so einen Drum gesehen mit langen Beinen, das ist nicht laufen. Aber ich gehe gerne viel spazieren und mache Yoga. Also irgendwas muss man für seinen Körper tun, sonst tut der Körper mit uns etwas. So, und die Frauen ab 50 haben mich dann angeschrieben, ob ich nicht etwas für sie für sexuelle Lüste ab 50, weil die Frau nach dem Klimakterium eigentlich die Östrogene verliert. Dadurch wirkt sich das auch auf die Haut aus. Dafür habe ich einen wunderbaren Balm. Ich darf nicht Creme sein, weil es ist nicht Wasser, sondern Balm sind reine Öle für das Gesicht kreiert. Und ich habe ein Liebesmassageöl, das ist das neueste Produkt, was ich lanciert habe und ist abgefahren wie die Hölle. Am meisten kaufen es die Männer. Was sehr spannend ist. Genau. Ja, aber es ist nicht nur für sich, sondern viele Männer würden gerne Sex haben mit den Frauen, weil Sex ist ein wunderbarer Sportart. Das ist für mich, wenn du mich fragst, einer der besten Sportarten. Kostet nichts. Genau. Du kannst es überall machen. Und sie lächelt dabei. Und das überall okay, ja? Nein, und das ist ein Liebes- und Lebenselixier von Kopf bis Fuß. Ich brauche dir nicht sagen, was ein Orgasmus bei uns auslöst. Ja. Im Hirn und im Körper. Das ist ein Liebesmassageöl für den Intimbereich. Mit CBD natürlich angereichert, weil es durchblutungsfördernd ist, aber mit vielen Kräutern und so weiter, damit das Libido gesteigert wird. Und meine Anforderung an meine Produktentwicklerin war, es muss gut riechen, es muss gut schmecken, es muss gut gleiten und es muss libido steigernd sein. Wir haben das dann getestet mit Homosexuellen, mit älteren Partnern, mit jüngeren Partnern, alleine, mit Vibrator. Das Einzige ist, es ist auf Ölbasis. Das heißt, bei Kondomen, was immer steht, könnte es aufgelöst werden. Das ist die einzige Hindernis. Aber es ist wirklich für Menschen 50 plus kreiert, damit durch die Durchblutung und durch die Sanftheit und Vagina wird viel weicher und geschmeidiger. Und nicht so rissig und trocken. Und dann kommt die Liebeslust wieder zurück. Du hast jetzt im Gespräch eine Kollegin erwähnt. Ja. Die da beim Anmischen oder so. Beim, das heißt, du hast die Ideen, so wie jetzt anschaulich beschrieben, danke dafür. Ja. Und gemeinsam mit deiner Kollegin stimmst du dann quasi ab und ihr tastet euch dann hin zum finalen Produkt, oder? Also es gibt verschiedene Wege. Den Balm habe ich selber kreiert. Mein Papa hat einen Basilionom gehabt im Gesicht und er wurde nach Hause geschickt. Der soll nie wieder in die Sonne gehen und er war am Meer und hat jeden Tag fischen wollen mit seinem Boot. Und dann habe ich angefangen selber, obwohl ich nicht aus der Kosmetikbranche komme, ich bin eine Managerin, habe ich angefangen für ihn diesen Balm zu machen. Beim Liebesöl war, ich habe eine Berufsproduktentwicklerin, die biozertifiziert ist und sie kriegt von mir ein Briefing und dann schickt sie mir Proben und Geruchsproben und Testproben und das dauert dann monatelang, bis das Fokusgruppen und Feedback und so weiter und bis es in die Produktion geht. Aber ich bin ganz stolz drauf, wenn ich wieder so ein bisschen über die Sveta reden kann. Ich bin dreifache Oma. Ich möchte, dass meine Enkelkinder in einer gesunden Umwelt leben. Das heißt, für mich ist Umwelt wahnsinnig wichtig, auch bei Sveta. Kürzeste Transportwege. Das heißt, meine Produktentwicklerin, wenn das abgesegnet ist, das geht nach Salzburg. Mhm. In Salzburg werden sowohl meine CBD-Produkte, die ich einkaufe, also Öle, verpackt, abgefüllt und versendet, als auch meine Balm und die anderen selbst kreierten Produkte werden auch dort produziert, verpackt und versendet aus Salzburg. Das heißt, ich habe wirklich die kürzesten Transporte und meine ganze Verpackung ist in Österreich gekauft, in Deutschland produziert. Also ich bin ein Regionalfan und ich finde, Österreich ist so ein geiles Bioland. Warum soll ich woanders gehen, wenn es hier schön ist? Und sie schauen auch gut aus, die Verpackungen. Ja. Und ja, Call to Action möchte ich schon noch einbauen. Man kann sich momentan auf der Homepage, die wir verlinken werden, auf sveta.world, kann man sich für den Newsletter anmelden. Aber ich glaube, du hast sehr, sehr viele Hörerinnen und Hörer jetzt zum Beispiel vielleicht mit dem Libido-Produkt neugierig gemacht. Wie kann man das jetzt bestellen im Moment? Einfach in Online-Shop. Also es ist mit meiner Produktionsfirma, die mir den Versand macht, verlinkt. Man bestellt das einfach, bezahlt.
Also ich hatte Hürden, das würde jetzt den Rahmen sprengen, ja, weil CBD ist in Amerika noch immer national oder Cannabis nicht anerkannt. Das heißt, die ganzen Zahlungswege, Mastercard, Visa, ich wurde von PayPal gesperrt, von Stripe, von verschiedenen Banken und so weiter. Also ich hatte aber ich habe alle Hindernisse oder Steine am Weg probiert, daraus ein gutes, schönes Haus zu bauen. Einfach www.sveta.world anklicken, in den Shop gehen, bestellen und innerhalb von 2 bis 3 Tagen kriegt man das nach Hause. Spannend, spannend. Wir haben in den Shownotes auf jeden Fall noch verlinken. Eine letzte Frage noch zum Sveta-Produkt habe ich. Gibt es auch irgendetwas, das ich zum Beispiel in ein Tagesgetränk, ich trinke viel Wasser, gibt es irgendwas, was ich pimpen kann mit einem Tropfen rein oder so? Ist sowas? Da hatte ich das ganz am Anfang, weil ein Schweizer Unternehmen hatte das ja als wasserlöslich. Man probiert es immer wieder. Ich bin dann zurückgetreten, weil da habe ich sogar 5 Liter gekauft, sehr teuer, und das man 10 Milliliter abgefüllt, und habe es dann beim Testen, bevor ich der Bottle gesehen habe, dass es Bakterien entwickelt. Wasserlöslich mit Luft in Kontakt kann sehr schnell kontaminieren, und CBD ist auch so wie Karotte mit Öl auflösbar im Körper und kann höchstens ranzig werden. Also ich glaube, das wird noch kommen. Vielleicht gibt es in Amerika, es gibt jetzt schon Kaugummi und alles Mögliche. Es ist ein ganz großer Markt. Ich bin abschließend, Hanf produziert Sauerstoff, Hanf macht Papier, aus Hanf kann man Plastik machen, auch aus Hanf kann man Textilien machen, Arznei machen, Tee machen. Und ich appelliere hiermit, ich würde mich freuen, wenn irgendwelche Politiker hier zuhören, dass ihr mal uns Fachfrauen und Fachmenschen und Fachmänner beraten und endlich, so wie Deutschland, in diese Richtung mal gehen, um es zu regulieren. Weil Cannabis ist gut, wenn Cannabis gut ist, ist immer wieder meine Meinung, die ich sage. Weil auf der Straße weiß man nie, womit sie es besprühen, wo das gezüchtet wurde. Und so könnte man dann den Menschen gut tun, die Schmerzen haben. Man könnte das regulieren, man könnte Steuern einnehmen und man könnte einfach sehr viel für die Umwelt tun mit dem Hanf. Das klingt doch gut. Mein Hauptjob ist ja der Kapitalmarkt, und da gab es immer wieder ganz, ganz große Trendaktien auch aus dem Hanf- und CBD-Bereich. Also hat, glaube ich, auch ein bisschen mitgeholfen, das in die gesundheitliche Ecke und in die Wichtigkeit, die du jetzt dargestellt hast, zu bringen. Ja, liebes Sveta, liebe Svetlana, wie nennst du dich? Beides ich okay, reflektiere, ne? Auf beides. Du reflektierst auf beides. Verlinken wir in den Shownotes. Ich glaube, das ist einer der Termine, die ein Update dann brauchen. Ich werde darüber berichten, wie es meiner Schulter geht. Ja, das ist jetzt eine Challenge für mich und, wie gesagt, neue Hoffnung, dass das mal heilt. Und ja, ich sage danke, dass du da warst im Studio. Und ich glaube, es war diesmal extrem viel für Hörerinnen und Hörer dabei. Wir haben erstmals auch die Libido ins Spiel gebracht im 190. Ja, People's Podcast. Entschuldigung, den ich Sex bringe. Ist der beste Sport. Genau. Ich hatte keine Ahnung, dass das Gespräch in die Richtung geht, aber absolut leiwand natürlich. An euch da draußen, tschüss und Baba mal von meiner Seite. Dankeschön für die Einladung, und meine Lieben, Sex, Liebe ist der beste Sport. Was für ein Schlusswort.